Ja, komm her. Ernie, komm her. Und steche ich dich ab. Ach nö. Wie haben die mich jetzt entdeckt? Ja, Karl, du musst doch auch nicht so offensichtlich ihn reinstechen, Alter. Du bist aber echt dumm. Schieß ihn ab. Ist er auch tot? Ja. Yep. Einer noch. Dort hinten. Wo ist er? Da. Oh nee, das sind mehrere. Fehlschuss. Treffer. Mein. Das ist gerade ziemlich ekelhaft. Ich dachte, das wäre in die Eier. Das war eindeutig in die Eier. Habt ihr gemerkt? Ich weiß immer noch nicht, wie man so einen Kill macht. Ich weiß, der geht, aber... Da habe ich leider keine Ahnung. Gut, wo sind die letzten Feinde? Okay, sieht aus, als wären es nur drei. Gehen wir rauf und sichern hier alles. Oh, shit! Weckt euch, ihr Nazis! In die Eier! Bitches! Habt ihr es gesehen? Mein erster Hohenkill. Da bin ich stolz drauf. Mir geht die Munition aus. Ich weiß, Karl. Aber ich kann leider nichts machen. Müssen wir unser Sturmgewehr holen. Also leise bin ich nicht. Das merke ich. Es ist noch nicht vorbei. Kommt noch einer. Viermal verfehlt. Was zum Teufel? Schnell die Jungs mal looten. Hä? Wer? Warum ist es immer noch rot? Hier ist doch keiner mehr. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Nee, warte. Den will ich noch looten. Oh, der Sniper dorthin. Ich hatte recht, da war ein Sniper. Oder da ist noch ein Sniper. Da. Ja, da rennt er lieber weg. Hat er keinen Bock mehr. Er ist halt in der höheren Position. Er kann mich halt besser sehen. Doch, Karl ist intelligenter. Ja, also ich hoffe mal. Es kommt natürlich darauf an, wie gut ich bin. Guck mal, den da kriegen wir. How? Und keiner hat das bemerkt, wie ich zwei Kugeln in seinen verfickten Arsch da reingeschossen habe. Und in seinen Kopf natürlich. Gut, dann gehen wir erstmal hier rum.
Dafür müssen wir genau hier und dann hier rum. In diesen kleinen Tunnel. Oh, es ist ja nicht mal ein Tunnel. Ach Gott, da ist auch noch einer. Zielfernrohr spinnt. Warte. Noch nicht. Kurz entspannen. Ganz ruhig, wir haben genug Zeit. Jetzt. Ja, hier, guck weg. Da ist er. Hallo, was ist denn jetzt mit dem Fernrohr los? Und das spinnt die ganze Zeit, hallo. Wohin wohl dieser Tunnel führt? Das werden wir ja gleich herausfinden. Ich habe den Scharfschützen nicht mehr im Blick. Nee. Keine Ahnung, wo der ist. Gehen wir weiter, am besten. Kann man ja auch noch... Ganz ruhig. Jetzt verstehe ich auch, warum diese Scharfschützen nicht mit einer Kugel tötbar sind, wenn man sie auf den Kopf schießt. Weil die so hart gepanzert sind. Das ist nicht einfach. Volltreffer. So ein Volltreffer. Oh, noch ein Scharfschütze. Nicht noch einer. Wo ist er? Nicht sichtbar. Also wir können weiter. Was haben wir hier? Übertönung. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Ach, da ist eine Geräuschkulisse. Kulisse. So, wir sind angekommen. Und hier war der Scharfschütze, oder der Scharfschütze ist hier noch. Deswegen müssen wir hier noch aufpassen. Da steht er. Ich habe immer noch kein Sichtfeld. Das beschissene Brett im Weg steht. Ja, mein guter Junge. Das ist mal so gut wie Karl. Und keiner ist so gut und flink wie Karl Fairburn. How is this possible? Egal, wir haben ihn tot. Mal noch einen mitgenommen. Oh, den können wir auch gleich mitnehmen. Ich bin im Gebüsch. Willst du mich verarschen? Ja, wollte schon sagen. Hallo. Ich bin immer noch im Gebüsch.
Jetzt. Stech ihn doch ein. Wieso muss er das denn immer im Stehen machen? Stärkung rückt an. Fuck. Ich bin umzingelt, Alter. Muss die Position wechseln. Im Gebäude bin ich sicher. Aber nicht lange. Kurz ein bisschen Ablenkung. Ach, guck mal, das ist der Laster. Guter das Mann, war er. Wenn ich so sagen darf. Wer hat mich bitte bemerkt? Egal. Jetzt werde ich von zwei Seiten abgeschossen. Fuck, Medibag rein. All runter. Geil, da rein, sofort. Hallo, geh doch bitte da richtig rein. Aber Junge, meine Güte, du bringst mich in eine richtig schlimme Situation. Merkst du das? Hallo, stirb. Okay, der hatte eine krassere Panzerung. Ist schon mehr hinter mir. Da. Warte, lassen wir uns das mal zeigen. Okay, wir können keine Zeit nehmen. Ich bin hier umzingelt, Junge. Weg da, Karl. Boden, Boden. Ich erkenne gar nichts. Auch noch so Panzerfahrzeug. Hallo, ich bin noch unten. Hä? How is this possible? Ich bin im Gebüsch und trotzdem sieht er mich. Ja, bestimmt. Come on. Was für eine Kacke, Junge. Kann ich mich hier runterschleichen? Oh mein Gott, kann ich. Alter, Lifehack des Todes. Das Empfangskomitee auch mal ausgeschaltet. Danke fürs Verzögern, du Idiot! Spitz die, Alter. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Oh, fuck. Hä? Ich bin noch unten. Karl, bleib unten. Karl, bleib unten. Karl, bleib unten.
Stande. Getroffen. Willst du mich eigentlich verarschen? Da drüben! Rüber da! Dieser Panzer war niemals nichts Gutes. Ich sollte mich darum kümmern. Gleich, Karl. Wir sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Woher soll ich denn wissen, dass der explodiert? Meine Güte. Also jetzt regst du mich echt auf. Ja, jetzt speichert mich mal. Warten. Warten. Ja, schnell nach. Gut, hier hinten müsste ein bisschen besser sein. Schießt denn die ganze Zeit auf mich? Das regt mich richtig auf. Hier vor mir. Da. Dieser Panzerwagen war uns nichts Gutes. Ich sollte mich darum kümmern. So, lass mich erstmal den Typen dort hin killen. Mann! Hör auf, dich fünfmal zu bewegen, Mann. Ey, das regt mich so auf. Oje, ich bin in Deckung, hör auf. Das ist nicht möglich. Sind da keine Schwachstellen, Leute? Ich sehe nirgendwo eine Schwachstelle. Doch, da vorne. Aber ich habe nur den Lenker getötet. Noch nicht den ganzen Panzer. Der hier vorne nervt mich noch. Rubers Informant hat recht. Das muss das Hauptmund sein, zu verschwinden. Yep. Das ist es.
Zeit, jetzt erstmal den Panzer auszuschalten. Doch kurz eine kleine Explosion zu sehen. Schick. Gute Arbeit, wenn ich so sagen darf. Ja, muss ich ehrlich sagen, aber wir sind immer noch nicht fertig. Okay, wir haben dort eine Schwachstelle. Ich glaube, das hat das Auto jetzt erstmal zum Fahren gehindert. Dort. Also wir können hier Reifen schädigen. Ach! Wir haben ihn schon ausgeschaltet. Zwar noch nicht das Geschütz. Aber ich glaube, der Panzer ist jetzt außer Gefecht. Na gut. Dann, wie schalte ich ihn denn jetzt aus? Muss ich einfach nur TNT drauf machen? Ach, hier vorne. Zack. Und zack. Du kleiner Bastard, kannst du dich nicht einfach verpissen? Danke. Eine Bedrohung weniger für die Partisanen. Gut. Da haben wir jetzt alle wichtigen Ziele ausgeschaltet, außer diese drei, aber die sind mir jetzt egal. Nur noch die Eisenbahn ausschalten. Uff. Da durchzukommen ist auch nochmal eine Schwierigkeit. Denn das wird nicht unbewacht sein. Doch bisher ist der Weg noch okay. Hier wird es jetzt brenzlig. Ich muss das Sprengladung da hinlegen. Sind die unter mir? Ja, sind unter mir. Da fährt auch nochmal ein Panzer. Lass mich verarschen. Gut, hier komme ich runter. Diesmal will ich ein bisschen leiser vorgehen. Soldat. Muss doch eine Stufe runtergehen. Oh, komm her, komm her, hier, komm her. Na, komm. Komm, Zuckerschnutte. Dann haben wir 1000 Heckenschützen mehr. Hier, komm, hier, komm. Was? Hab ich dich. Nice. Nein, nicht wieder hochgehen. Nicht. So, jetzt. Hier ist er nicht. Hier unten. Ich bleibe lieber wachsam. Ja, das ist ja schön. Da unten ist er. Ja, guck. Töt ihn doch bitte. Hä? Ich schieß 100 Mal auf sein Gesicht und es stirbt nicht. Haltet die Kopf unten. Was ist das? Ich kann nicht sehen, wie oft ich schon gespeichert habe. Oder geladen habe, sozusagen. Ich suche immer noch. Das ist schön. Was hier die Ladung? Okay, ich kann nur eine Ladung platzieren, wo ich von weiter Distanz drauf schießen kann. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich weg. Rauf da, rauf da, rauf da. Natürlich bemerken die mich. Renn, 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 renn. Also Stealth war das jetzt nicht. Fuck, fuck, fuck. Karl, renn, renn, renn! Ah! Ah! Shit! Scheiße! Fuck, fuck, fuck! Voll ins Rückenmark! Ah. Renn, Carly! Haha, fuck! Okay. Hier müssen wir in Sicherheit sein.
So, und hier ist auch der perfekte Winkel, um auf das Teil zu schießen. Da müsste es, glaube ich, sein. Ja, da ist es. 3, 2, 1 und goodbye. Jawohl!